junkfoodtaster.com and I'm now reviewing Suem Paul Real Stremmel Salomon, whatever Stremmel. Yeah, it's smoked. They did a hot smoke on it. Nature. Okay. Yeah, the image. I like the image very much. Like a good holiday or something. Isn't this a Norwegian style of booth here? But it's from Poland. PL. So what is this kind of marking here called? I need a word for this. Please help me out. And it's from Poland, and yeah, but there's a German company named here. Probably the fish is from Poland or something like this. The protein. Oh, the protein value is amazingly good. Look at this, 23. I should eat this more often. Yeah, I need protein for my muscles. Yeah. Okay, nature. Yeah, if you're female, do you like guys with big muscles? Okay. What do you like in a guy? This looks nasty. Now, everybody who hasn't got strong nerves should now tune out. Because this is like, if you are like, I'm repeating this like the third time or no, we once said my videos are anti-advertisement, but it looks like it looks, so you really see the real thing. You can go and look at the packaging and at the supermarket. This is like my service I'm delivering here. I'm unpacking and you can see the real stuff and not the packaging. And I'm also telling you how it tastes. So, look at this, the skin of a big, this must be a very big fish. A very, oh, Salomon's that big? Strange. Ah, maybe it's like, it's half the size, it's like, okay, mystery, let's don't care. This looks gorgeous, look at this. Absolutely gorgeous. I have to make it fuller. So yeah. Do you prefer fish over meat? Or are you vegetarian? Really good. Yeah, this fish singing is amazingly good. Throw them in. Yeah, there in Sweden, there's like a crazy fish, Sturmarocken or something. I haven't got the name. Sturmar, or something like something with an S in the beginning. But I won't review this because it stinks like hell. Yeah. I'm reviewing food, not anti-food. I always say junk food is still food. Okay, yeah. Amazing. So I switch the language. Okay, jetzt gibt's hier Fisch von Suem Paul. Also erstmal hier, wie gern würde ich jetzt Urlaub dort machen. Und mit dem Boot eine Runde auf dem Teich fahren. Und mich auf die Veranda hier setzen und mich sonnen. Okay, alles egal. Das Zeug kommt aus Polen, aber wurde dann nach Wismar, ich weiß es nicht genau, frag mich mal was Leichteres.
So, Eiweißwert, super, also wirklich super. Man sollte das öfter mal essen. Ja, dann hier, Mädels, magt ihr Kerle mit Muskeln? Ja, die Kerle müssen dann immer ordentlich Eiweiß futtern. Sonst wird das nicht mit den Muskeln. So, das, was ich den Engländern nicht erzählt habe, was hier jetzt steht. Ah. Also jetzt ist wirklich, jetzt checke ich gar nichts mehr. Hier steht aus Aquakultur in Norwegen. Das erklärt ja das. Das ist das Erste. Das ist aus einer Ak. Das ist jetzt total bizarr. Es heißt Stremmellachs. Aquakultur in Norwegen. Und jetzt heißt ostpreußischen Rezept. Was wiederum Polen erklären würde. PL ist doch Polen. Und by the way, wie heißt denn diese Angabe hier? Das muss ja irgend so eine international genormte Angabe sein. Die ist ja überall drauf. Ja, ich habe keine Zeit zu recherchieren. Ich frage einfach meine Zuschauer. Meistens kommt was Produktives dabei raus. Ja, ich kapiere es nicht. Ist das jetzt aus Norwegen, aus Polen oder aus Deutschland? Egal, es schmeckt fantastisch. Die haben es geräuchert, aber nicht, es ist jetzt nicht übertrieben oder so. Schmeckt einfach gut, ne? Ja, und die Unterseite sieht eklig aus, aber die Oberseite ist lecker. Super. Super, also richtig, die Würzmischung ist richtig gut. Und da sieht man ja auch das Filetfleisch hier. Fantastisch. So richtig, das ist noch richtig Fisch, so nicht irgendwas zerrührt. Das ist richtig, wie es sein muss. Gut. Ja, im Prinzip, ja, es ist jetzt gewesen. Ja. Was ist euer Lieblings? Er isst ja solche Produkte. Wie nennt man das jetzt? Räucherfisch. Esst ihr Räucherfischprodukte? Was ist euer Liebling? Gut, Dankeschön.